Und als sie dann aber genauer gelesen hat, was er ihr da geschrieben hat, da ist ihr ein bisschen anders geworden. Er hat ihr nämlich eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben, dass er Social Media Manager für OnlyFans ist. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Dating bzw. Tinder Community Stories, dem Format, in dem ich eure Dating Stories erzähle. Und heute haben wir mal wieder viel vor, deshalb würde ich sagen, starten wir auch gleich mal rein mit der allerersten Geschichte. Und zwar ging es mal wieder um Dating von Tinder. Es lief erst richtig, richtig gut, bis er sie in Unterwäsche gesehen hat. Ab dem Zeitpunkt wurde es ein wenig unangenehm. Er hat kommentiert, dass er sich ihren Körper irgendwie straffer vorgestellt hatte, denn sie hat ihm bei den ersten Dates erzählt, dass sie ganz gerne Sport treibt und auch immer wieder Workouts von Pamela Reif macht. Und er war der Meinung, sie müsse aber da noch deutlich mehr machen, weil das sieht man gar nicht. Und bis sie einen Körper wie Pamela Reif hat, das dauert noch ziemlich. Sie hat ihm dann erklärt, dass sie circa 2 bis 3 Mal die Woche ein Training von Pamela Reif macht. Und damit ist er dann aus allen Wolken gefallen, weil er gemeint hat, das ist ja viel zu wenig. Sie muss das tagtäglich machen und auch mindestens 45 Minuten, weil sonst bringt das ja überhaupt nichts. Und dann hat er dann die Aufgabe gestellt, das bitte genau so zu machen. Also er hat ihr quasi einen Trainingsplan erstellt. Am ersten Tag hat sie das sogar wirklich noch durchgezogen und die 45 Minuten trainiert. Am zweiten Tag war sie dann allerdings einfach viel zu erledigt von der Arbeit und hat ihm das dann auch einfach so geschrieben. Er hat das allerdings gar nicht akzeptiert und gemeint, hey, das ist überhaupt keine Ausrede. Pamela macht auch noch um Mitternacht ein Workout, also po hoch und geht schon. Ja, sie ist stattdessen eingeschlafen, also hat sie kein Workout gemacht. Und am nächsten Tag hat sie sich dann anhören können, dass das ja gar nichts werden kann, dass sie ja nie so aussehen kann wie Pamela Reif, wenn sie weiterhin so inkonsequent ist, woraufhin sie ihm nur erklärt hat, hey, eigentlich ist es jetzt nicht so meine erste Priorität wie Pamela Reif auszusehen und täglich trainieren muss sie jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, woraufhin er gesagt hat, na gut, ja, als allererstes müssen wir sowieso die Ernährung umstellen, denn das ist sowieso das A und O. Damit sie nämlich ihr Skinny-Fett los wird, muss sie jetzt täglich eine Dose Thunfisch essen. Das Mädel hat dann nur gemeint, dass sie keinen Thunfisch mag und dass sie morgens immer Porridge isst und dass auch Pamela Reif durchaus immer wieder Porridge isst, was er aber auch nicht akzeptiert hat und gemeint hat, ja, Pamela Reif hat auch kein Skinny Fett und die kann sich Kohlenhydrate erlauben im Gegensatz zu dir, was mal sowas von unangebracht ist. Stattdessen sollte sie lieber mal ihr Protein erhöhen und Thunfisch essen. Und zwar alles auch nach dem Motto, keine Widerrede, weil wenn sie schon nicht ihr Training durchzieht, dann bitte immerhin die Ernährung. Es sind dann ein paar Tage vergangen, sie hat natürlich keinen Thunfisch gegessen zum Frühstück und er wollte dann aber Beweisfotos haben, woraufhin sie ihm beinhart ihren Haferbrei geschickt hat. Zur Folge hatte das allerdings, dass er sie wutentbrannt angerufen hat und gefragt hat, was das denn soll. Er gibt sich ja solche Mühe, dass sie aussieht wie Pamela Reif und sie macht einfach nichts, sie hält sich an keinen Plan und das ist ja alles absolut lächerlich. Und so nach dem Motto, wie sie es wagen kann, seinen Anweisungen nicht zu folgen, woraufhin sie nur gemeint hat, naja, sie war jetzt nicht auf der Suche nach einem Ernährungsberater oder Personal Trainer, sondern eigentlich nach einem Freund. Vor allem, da sie absolut kein Problem mit ihrem Körper hat, auch wenn sie kein Sixpack wie Pamela Reif hat. Das hat er allerdings absolut nicht verstanden. Vor allem, dass sie nicht exakt wie Pamela Reif aussehen will. Und sie hat dann einfach scherzhalber gemeint, naja, wenn dir das so wichtig ist, dass du jemanden hast, der aussieht wie Pamela, dann schreib ihr doch einfach mal. Daraufhin hat er dann tatsächlich gemeint, er hätte Pamela Reif schon 3 Mal geschrieben, aber sie antwortet leider nicht auf seine Nachrichten und hat dem Mädel sogar einen Screenshot davon geschickt. Also von dem Instagram-Verlauf, dass er Pamela geschrieben hat. Und sie hat sich nur gedacht, what the fuck? Er hat Pamela auch ewig lange Texte geschrieben wie, oh, er findet sie so hot und er möchte sie unbedingt daten und er würde alles für sie tun, er würde alles in Bewegung setzen, damit sie bekommt, was sie will, weil eine Frau wie sie verdient ja nur das Beste und lauter so schleimige Sachen. Und er hat anscheinend echt gedacht, dass er Pamela irgendwie so rumkriegt, aber da war er wohl ein bisschen schief gewickelt. Das Mädel hat dann auf jeden Fall das Dating beendet, glücklicherweise. Und sie hat dann dazu geschrieben, er hat wohl wirklich gehofft, sich da eine Pamela Reif 2.0 mit ihr zu angeln, weil sie ihr
halbwegs ähnlich sieht, so ein bisschen den gleichen Körperbau hat, blonde Haare und ja, dann aber anscheinend leider etwas zu skinny fett für seinen Geschmack ist. Abgesehen davon muss man aber an dieser Stelle auch erwähnen, dass er jetzt auch nicht den absoluten Traumbody hat. Also das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, wenn solche Leute erwarten, dass man top gestylt und top trainiert ist und selbst auch nichts dergleichen bieten können. Da frage ich mich dann immer, in was für einer Relation das steht, aber das ist auch nur meine Meinung. Er muss jetzt wohl weiterhin warten, dass die echte Pamela Reif seine Liebe erwidert. Was denn? Kommen wir zur nächsten Geschichte und da geht es auch so ein bisschen um Fitness. Und zwar hat ein Mädel mir erzählt, dass sie auch wieder über Tinder einen Typen getroffen hat, der anfangs ja recht normal, sagen wir mal, schien. Und dann aber so mit der Zeit beim Schreiben ihr so Fragen gestellt hat wie: Ja, und wie ist das eigentlich mit deiner Ernährung und wie handhabst du das? Nimmst du da spezielle Präparate? Aufgrund dessen, dass sie nämlich in ihrer Bio stehen hatte, dass sie einfach gerne Sport treibt etc. Ja, hat er, wie sich dann so im Laufe des Ganzen herausstellte, sie mit diesem typischen Schneeballsystem einfangen wollen und wollte ihr eben so Fitness Gels und Shakes und weiß ich nicht was alles andrehen. Sie hat am Anfang das nicht so ganz wahrhaben wollen und hat versucht, trotzdem weiter mit ihm zu flirten und nett zu schreiben. Und es ist dann tatsächlich auch auf ein Treffen hinausgelaufen, wo er sie allerdings tatsächlich einfach nur für so ein: Komm in die Gruppe, oh, wir haben dieses, wir haben jenes, trink das und du nimmst in 5 Stunden 30 Kilo ab, Zeug zujubeln wollte. Beziehungsweise sie natürlich auch als Vertrieblerin und so weiter in das Ganze einbinden wollte. Da musste sie dann irgendwann schweren Herzens einsehen, dass das wohl keine Zukunft haben wird, außer sie möchte da wirklich einsteigen. Aber da sie mit sowas absolut nichts am Hut hat, hat sie es dann eher sein lassen. Sie fand es nur sehr, sehr schade, weil grundsätzlich sie sich eigentlich ganz gut verstanden hätten, wenn er nicht nur mit sowas um die Ecke gekommen wäre. Tatsächlich ist sie dann aber mit einer gemeinsamen Bekannten drauf gekommen, dass er das Gleiche bei der auch schon abgezogen hat. Die hat sich allerdings auch auf das Ganze nicht eingelassen, wahrscheinlich glücklicherweise. Aber ja, es ist ganz spannend, weil tatsächlich ich in meinem eigenen Bekanntenkreis auch schon mitbekommen habe, dass diese ganzen, ja, möchtest du nicht Teil von irgendeinem tollen Team werden und komm, wir verkaufen hier, wir verkaufen da und du kannst den Job von überall machen, dass das sich inzwischen auch auf Tinder ausgeweitet hat. Ich dachte früher, dass das nur über Instagram läuft, beziehungsweise das tut es ja immer noch, aber das ist anscheinend jetzt echt Mädels und Jungs gibt, die auf Tinder gehen unter dem Deckmantel, dass sie jemanden zum Daten suchen und dann eigentlich dem nur irgendwas andrehen wollen. Also, okay, ja, ich meine, jeder wie er möchte, aber ein bisschen traurig ist es schon. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, auf die Plattform gehen, um eigentlich etwas ganz anderes bezwecken zu wollen als Dating. Das ist ein wunderbarer Übergang zu unserer nächsten Storyline, die wahrscheinlich auch den Titel des Videos schmücken wird. Denn das ist tatsächlich eine richtig krasse Geschichte. Das Mädel hat mir geschrieben, dass es eben auch wieder über Tinder einen Typen kennengelernt hat, sich mit dem ganz gut verstanden hat. Und während sie miteinander geschrieben haben, hat er auch schon erzählt, dass er selbstständig ist und ein bisschen was mit Social Media macht. Beim Treffen hat er ihr dann erzählt, dass er als Social Media Manager tätig ist und eben auch als Fotograf und das auf selbstständiger Basis. Allerdings hat er auch betont, dass er eigentlich nicht so gern über seinen Job redet, sondern er eigentlich lieber was von ihr erfahren möchte. Und dann haben sie sich über alles Mögliche unterhalten und einfach nett Smalltalk geführt. Und im Endeffekt hat er sie dann auch gefragt, ob sie nochmal voneinander hören. Und nachdem es ihrer Meinung nach eigentlich sehr gut gelaufen ist, hat sie das gerne bejaht. Die nächsten Tage haben sie dann ganz normal miteinander geschrieben und irgendwann hat er dann plötzlich sie bombardiert mit Nachrichten. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade bei der Freundin und hat dann irgendwann zufällig auf ihr Handy geschaut und hat gesehen, dass sie um die 30 Nachrichten von ihm bekommen hat. Sie hat sich ziemlich erschreckt, weil sie so ein bisschen Angst hatte, dass er vielleicht das Dating beenden will oder dass ihm irgendwas zugestoßen ist, Hilfe braucht oder sonst irgendwas. Und als sie dann aber genauer gelesen hat, was er ihr da geschrieben hat, da ist ihr ein bisschen anders geworden. Er hat ihr nämlich eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben, dass er Social Media Manager für
OnlyFans ist und immer wieder auf der Suche nach neuen Klienten. Und da er sie sehr optisch ansprechend findet, wollte er mal nachfragen, ob sie da nicht in die Richtung zusammenarbeiten wollen. Und er hätte nächsten Dienstag einen Platz frei, um ein Testshooting zu machen und ob sie da nicht bereit dazu wäre. Da könnte er direkt dann auch Fotos für den OnlyFans-Kanal machen, genauso wie dann für einen Instagram-Account, mit dem er dann den OnlyFans-Account bewerben würde, weil man anscheinend so zu mehr Followern kommt. Keine Ahnung, ich habe mich mit sowas noch nie auseinandergesetzt, aber scheinbar läuft das so. Weiters hat er dann noch erwähnt, dass er auch selbst bei den OnlyFans-Accounts, die er betreut, mitwirkt, also er auch auf Fotos zu sehen ist und wie gesagt bei manchen Dingen mitwirkt. Und dann hat er ihr allerlei explizite Bilder geschickt, die jetzt auch nicht gerade ästhetisch gemacht wurden, nennen wir es mal so, mit sehr weit gespreizten Beinen oder von hinten oder dass Dinge in den Mund genommen werden. Ich glaube, man kann sich vieles darunter vorstellen. Auf jeden Fall jetzt nicht so, wie er es verkauft hat, dass das alles sehr edel und hochqualitativ gemacht werden soll. Und wie gesagt, er hat ihr da sehr, sehr viele explizite Bilder geschickt und allein sich die anzusehen, war ihr dann schon definitiv zu viel. Und ja, nachdem sie dann eben gemerkt hat, dass er sie nicht zum Daten getroffen hat, sondern einfach nur noch jemanden gesucht hat, mit dem er OnlyFans vertreiben kann, ja, hat sie dann das Ganze beendet. Finde ich persönlich echt krass. Also sowas habe ich auch noch in keinster Weise gehört. Tut mir wahnsinnig leid. Also ich glaube, das hätte mich in dem Moment auch ziemlich verstört, weil man mit sowas ja einfach nicht rechnet. Und ja, wie eben schon bei der vorigen Story, ich finde das echt krass, dass die Leute inzwischen so Plattformen wie Tinder und Bumble und wahrscheinlich auch Grindr und was es nicht alles gibt, nutzen, um dann mit sowas Geschäft zu machen. Sei es jetzt eben Schneeballsysteme oder sei es wie in diesem Fall OnlyFans. Mich würde echt interessieren, ob die damit durchkommen. Auf jeden Fall krasse, krasse Story. Wenn ihr noch Geschichten für mich habt, dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne, entweder per E-Mail oder als Kommentar oder natürlich auch sehr gerne auf Instagram. Die Stories werden natürlich wie immer anonym behandelt. Und ja, dann hätte ich gesagt, war es das auch schon mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst dem Video doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Ihr findet jetzt außerdem hier seitlich noch zwei meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich außerdem immer, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!